Hi, it's me, Amy. Schön, dass du wieder da bist auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal auch abonnierst. Ganz einfach unten auf Abonnieren klicken. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Hey, hey! I would be really happy if you subscribe my channel. So, and now have fun and enjoy my new ASMR. Oh, hi. Du bist neu hier. Schön, dass du da bist. Also, auf jeden Fall erstmal der richtige Schritt herzukommen. Ich freue mich riesig, dass du dich für uns entschieden hast. Und du wirst es nicht bereuen. Wir sind nämlich ein wundervolles und ja, sehr familiäres kleines Fitnessstudio. Und ich bin mir sicher und es jetzt schon, dass du deine Ziele erreichen wirst. Also, okay, ich lasse dich gerne das mal ausreden. Ja, absolut korrekt. Also bei uns gibt es tatsächlich alles, was das Herz begehrt. Du kannst einfach nur Gewichtetraining machen oder du gehst an die Geräte, das ist überhaupt gar kein Problem. Oder es gibt auch Kurse bei uns, ganz, ganz verschiedene Kurse, von Pilates über Yoga, über HIIT-Kurse, alles, was du möchtest. Wir haben natürlich auch nur was für den Rücken. Falls du Probleme haben solltest mit dem Rücken, dann wäre das auch kein Problem. Okay, super. Also erstmal ganz vorneweg noch. Ich bin Amy und du kannst mich absolut immer ansprechen, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich bin auf jeden Fall für dich da. Und nicht nur ich, sondern auch alle anderen. Gut. Und dein Name ist? Perfekt. Ich werde dich am besten auch gleich mal eintragen bei uns. Das geht auch super schnell. Und dann sprechen wir über deine Ziele, was du vorhast. Okay, also erstmal müsste ich ein paar kleine Eckdaten von dir wissen. Fang dabei an. Dein Alter. Wie alt bist du denn? Noch so jung. Perfekt, perfektes Alter, um mit dem Sport anzufangen. Okay, dann bräuchte ich mal noch deine Größe. Super. Und dein aktuelles Gewicht. Alles klar. Gut. Deine Daten, deine persönlichen Daten, die kannst du mir einfach später aufschreiben. Ich gebe dir dafür dann einfach das Formular mit. Und wenn du dann das nächste Mal da bist, oder vielleicht füllst du es dann auch einfach nachher direkt schon aus, das kannst du gerne machen, dann gibst du es mir einfach wieder. Das passt so. Okay, perfekt. So, dann würde ich doch sagen, du verrätst mir jetzt erstmal, was deine Ziele sind. Einfach nur abnehmen oder hast du auch ein bisschen vor? Okay, super. Perfekte Kombination. Gut, perfekt, perfekt. Ich schreibe das ganz kurz noch mit auf. So, dann werden wir für dich auf jeden Fall einen super Trainingsplan ausarbeiten. Wenn du dich an den hältst, dann wirst du definitiv deine Ziele in relativ kurzer Zeit, naja, noch nicht erreichen. Aber du wirst den Weg dahin auf jeden Fall ebnen. Denn wir wissen es ja, leider geht es nicht ganz so schnell, wie wir uns das immer vorstellen. Aber ich bin mir sicher, du schaffst das. Du bist hartnäckig. Du hast dir schon den ersten Schweinehund überwunden und bist hergekommen. Super. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, bevor wir jetzt erstmal mit dem Trainingsplan anfangen, ja, damit wir deine Fortschritte auch sehr gut messen können, würde ich meinen, wir vermessen dich erst einmal komplett und ja, dann kann es auch schon fast losgehen. Dann gehen wir zusammen durchs Studio, ich zeige dir einfach alles und nebenbei schreiben wir dir gleich noch ein paar Übungen auf, mit denen du für die erste Zeit erstmal beginnen kannst.
Und mein Kollege macht dir dann deinen ganz persönlichen Trainings- und Fitnessplan fertig. Okay? Ist das gut so? Perfekt. Okay, also. Für die Vermessung bin meistens ich zuständig. Um deine ersten Körpermaße einmal festzuhalten. Wir machen das hier alle 3 Monate, damit du wirklich deine Fortschritte sehen kannst. Vorausgesetzt, du möchtest das. Wenn du das nicht möchtest, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Aber das kann ich dir schon mal sagen. Es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn du deine Maße kennst. Denn es ist nicht immer unbedingt das Gewicht, worauf du achten solltest. Die Maße und das Spiegelbild ist das, was sehr viel wichtiger ist. Okay. Also darf ich bei dir beginnen? Super, dann werde ich dich jetzt einfach direkt mal vermessen. Das Maßband direkt bei der Hand. Und dann geht's los. Erst einmal fange ich mit dem Arm an. Also einfach mal kurz zur Seite. Und dann funktioniert das auch wundervoll. Okay, und der andere. Okay. So, dann bräuchte ich jetzt einmal den Brustumfang. Dafür stellst du dich einfach mal ganz entspannt so hin und ich vermesse deinen Brustumfang. Okay. Tut doch gar nicht weh. Zumindest das nicht. Wenn es dann ans Training geht, wirst du bestimmt auch mal an deine Grenzen kommen. Und die kennenlernen. So. Weiter geht's mit der Taille. Auch einfach Arme wieder ausstrecken, damit ich direkt deine Taille vermessen kann. Was sind denn eigentlich deine absoluten Problemzonen? Bauch, Hüfte, okay. Gut. Alles ein bisschen straffen, ein bisschen fester werden, Muskulatur aufbauen. Immer eine sehr gute Idee. So. Dann habe ich jetzt noch die Hüfte. Reicht auch ganz normal so dastehen. Du musst gar nicht viel machen. Gut. Also glaub mir, wenn du dich an alles hältst und hartnäckig an der Sache dran bleibst, dann wirst du definitiv deine Ziele erreichen und relativ schnell Fett verlieren. So. Und dein Poppes. Wenn dann alles, denn wir wollen ja die Fortschritte überall messen können. Okay, also. Einmal ringsherum. Gute Voraussetzung. Ja. Sehr gute Voraussetzung. So, und jetzt nehme ich noch Oberschenkel,
Und die Waden. Und dann haben wir es geschafft. So. Einmal am besten ein klein wenig die Beine auseinander. Und dann vermesse ich dir schnell noch deine Oberschenkel. Ich mache gleich beide nacheinander. Die Waden nehme ich auch gleich noch mit, einfach entspannt stehen bleiben. Okay, perfekt. So. Nach einer Fix aufschreiben und dann haben wir die ersten Daten. Ich nehme das dann nachher auch gleich alles am Rechner auf. Mal alles. Ich habe alle Maße von dir aufgeschrieben. Die perfekte Voraussetzung, um jetzt gleich direkt zu starten. Ich würde sagen, wir warten am besten noch gar nicht länger und beginnen direkt. Ich führe dich erstmal komplett durchs Studio durch. Ich zeige dir alles. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag mich. Für den Anfang beginnen wir bei dir mit einem Ganzkörpertraining. Das werden jetzt noch nicht ganz so viele Übungen sein, denn du musst erst mal reinkommen ins Training und ich schwöre dir, Muskelkater wird auf jeden Fall da sein und da musst du leider drüber trainieren. Das tut mir wirklich leid, aber auch wenn es wirklich schlimm ist, du wirst dich wohl ein wenig durchringen müssen. Aber naja, du wirst auch ganz schnell die ersten Veränderungen sehen, von daher denke ich, dass du auch schon schön motiviert davon sein kannst. Und ja, du kannst auch immer alle anderen Studio-Mitglieder, alle, die hier sind, wir sind wie eine riesengroße Familie. Wir sind wirklich eine Einheit, wie man so schön sagen kann. Ja, du kannst wirklich jeden ansprechen und fragen, wenn du mal irgendwelche Probleme hast. Wenn du denkst, du machst vielleicht irgendetwas nicht richtig. Unsere Trainer sind immer erreichbar. Ich bin meistens hier vorne oder im Kurs. Du kannst mich immer im Yoga-Kurs finden, denn den führe ich. Ja, und wenn du vielleicht dann auch noch ein bisschen was für das Herz tun möchtest und Cardio mit dranhängst oder vielleicht noch mit einzelne andere Hit-Einheiten anhängen möchtest, das sprichst du dann am besten direkt mit deinem dafür vorgesehenen Trainer alles ab. Er wird dir dann einen Trainingsplan fertig machen und ihr könnt euch danach dann auch nochmal zusammensetzen, sprecht alles komplett durch und ja, dann kannst du auch direkt losgehen. Ich bin mir sicher, sehr sicher, dass wir uns sehr, sehr oft sehen werden. Und wenn du dann erst einmal dabei bist, dann kannst du auch irgendwann gar nicht mehr ohne Sport. Uns geht's hier allen so. Klar, es gibt auch mal ein paar Tage, da sieht man das Ganze vielleicht ein bisschen schwärzer, man hat keine Lust, aber ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag. Das ist hier so unser Motto, also Hauptsache, man macht irgendwas, man fühlt sich danach immer besser. Das ist definitiv keine Frage. So, und jetzt würde ich direkt sagen, du ziehst dich erstmal um, machst dich fertig, deine Sportsachen hast du ja schon dabei, das ist perfekt. 1A. Ja, und dann führe ich dich erstmal durchs Studio, zeig dir so die ersten Geräte, mit denen du am besten anfängst. Und dann kannst du direkt schon starten für heute. Das Formular gebe ich dir dann mit, bevor du gehst. Und ja, dann hoffe ich, dass ich dich ganz bald wiedersehe. Alles klar. Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen? Noch irgendwas, was offen ist? Ansonsten frag mich einfach bei unserer kleinen, bei unserem kleinen Rundgang gleich. Okay? Super. Also, wir haben unsere Umkleidekabinen genau dort vorne. Kannst du eigentlich gar nicht übersehen. Und ja, dann ziehst du dich jetzt einfach ganz fix um und dann sehen wir uns gleich wieder. Perfekt. Ich freue mich. Schön, dass du da bist.
Und herzlich willkommen in unserer kleinen, wundervollen Fitnessfamilie. Super, bis gleich.